Was geht, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Dave's Gone. Heute versuche ich das Ganze natürlich mit Kamera. Ich bin hier, meine Fresse ist da. Ich freue mich, Freunde. Ich habe mir gedacht, Elgato ist zwar schöne Qualität und so, aber wir wollen ja meine Fresse sehen. Ich will es euch präsentieren, weil das vermisst ihr. Ich gehe mal von aus. Wenn ich das nicht der Fall sein sollte, dann tut es mir leid. Trotzdem bekommt ihr das hier zu sehen. Weil die Reaktion des Kommentierers muss da dabei sein, oder nicht? Also ich sehe das jedenfalls so. Ihr habt mich ja lange nicht mehr gesehen in den Let's Play. Und wir machen das. Wir machen heute eine entspannte, etwas längere Folge. Was genau wir jetzt verfolgen werden, weiß ich noch nicht, wie das hier weitergehen wird. Ich steige mal drauf. Und was wollte ich noch sagen? Ah ja, die Qualität kann drauf... Kommt drauf an, also... Weil ich nehme es erstmal wieder seit langem mit OBS auf. Ich weiß nicht, wie es genau ausgeht jetzt hier. Aber wir probieren das mal aus. Ich gehe mal davon aus, dass es relativ gut ist. Und nebenbei muss ich noch ein bisschen gucken, wie laut die Lautstärke ist, ob alles okay ist. Weil ich es halt etwas länger her hier. Deswegen werde ich jetzt hier, apropos Effektlautstärke, machen wir auf 5. Musiklautstärke. Dialog machen wir auch auf 5. Und das lassen wir so. Hat er es gespeichert? Ja, hat er. Wunderbar, so muss das sein. Passt. Was machst du denn hier? Unsere nächste Mission. Oh, jetzt geht er ab. Jetzt geht er ab. Bruder, entspann dich mal hier. Das ist schon länger her, dass ich hier... Hey Ricky, bist du da? Moment, es ist ein bisschen zu laut, Freunde. Ich mache einen kurzen Cut. Bis gleich. Ich werde eine Weile weg sein. Halt mir bei Skizzo den Rücken frei, ja? Der wird sich fragen, warum ich nicht zum Arbeitsdienst erscheine. Hey Deke, was ist denn? Boozer ist, keine Ahnung, er ist irgendwie depressiv. Sprich mit Eddie. Ich glaube, ich weiß, wie ich ihn aufmuntere. Gut, was willst du tun? Keine Ahnung, ich dachte, ich fahre hoch zum O'Leary Mountain, hol sein Bike und bringe es ihm zurück. Das ist aber echt weit zu Fuß. Ich überlege mir schon was. Hältst du mir jetzt den Rücken frei oder was? Ja. Danke, Rick. Gegen Ende. Oh, Brian, ich bin bei einer deiner Barken, bei Camp Creek. Nichts zu sehen. Ein Moment. Okay. Ein Mitarbeiter ist gleich bei dir. Du weißt, wie es läuft. O'Brien, Ende. Ja, das weiß ich. Ich bin hier draußen und versuche, meinen Arsch zu retten, während ich den Spanner für dich mache. St. John, Ende. Ja, Arschloch. Was sollte das Ganze? Als wir das letzte Mal gesprochen haben, hast du dich vor Angst fast eingepisst. Es ist nichts. Ich sagte ja, es gibt mächtigere Leute, die nicht wollen, dass wir mehr erfahren. Sie hätten mich fast erwischt. Weißt du was? Ist mir scheißegal. Alles, was ich will, sind Informationen über Sarah. Whittaker, es arbeitet schon jemand daran. Das dauert einfach. Du musst einfach Geduld haben. Ja? Was anderes bleibt mir wohl auch nicht übrig. Die Forscher gehören nicht zu meiner Einheit. Ich kann sie also nicht verfolgen. Deswegen müsstest du... Den Sender am Heli anbringen. Ja, ich hab's verstanden. Oh, und du willst, dass ich den Kerl im weißen Raumanzug im Auge behalte. Ja, sonst noch was? Ja, lass dir nicht den Arsch wegballern. Dein, Funk war nicht abgestellt. Ich wollte nicht hinterher schnüffeln. Vorsicht ist besser als Nachsicht. O'Brien, Ende. Ist mir egal, wie du das nennst, aber ich riskiere hier draußen meinen Arsch. Alles sauber hier. Ja. Wir haben Schnee, wir haben... oh fuck, Mann. Wie geht das nochmal, die Steuerung? Ah ja. Ich bin aus der Übung, Freunde. Es kann sein, dass ich erwischt werde. Ich weiß es nicht. Hier draußen.
weiteres Subjekt mit der Morphologie der Infektion Stufe 2. Sehnen in Händen und Fingern sind weniger verkürzt, Fingernägel weniger clownähnlich, eher wie abgekaut. Außerdem trägt das Subjekt Schmuck und Kleidung, die weniger abgetragen und beschmutzt wird. Sorry, ich habe gerade mitgehört. Ah, der bewaffnete Biologiestudent. Ja, so was in der Art. Also, es trägt Schmuck. Was bedeutet das? Diese Dinger sind seit 2 Jahren hier draußen, zerfleischen uns und sich untereinander. Ja. Ziehen Sie mal einem Pavian 2 Jahre lang eine Golduhr an. Lassen Sie ihn frei und schauen Sie, was passiert. Okay, ich verstehe. Diese Uhr sieht neu aus. Wirklich? Und? Das bedeutet, dass das Subjekt entweder darauf Acht gegeben hat oder sie vor kurzem... Vor kurzem angezogen. Werden alle, naja... Völlig durchgeknallt? Ja, das sind sie. Aber so wie Demenzpatienten im späten Stadium Phasen der Klarheit aufweisen, scheinen Opfer einer Stufe 2-Infektion eine Art rudimentäre Erinnerung behalten zu haben. Im Ernst? Im Ernst? Sehen Sie die Kleidung? Sie? Ist fast sauber, nicht? Also, nicht sauber. Aber die meisten Freaks sind von Kot und Urin. Tja, und wieder ziehen Sie einem Pavian 2 Jahre eine Hose an. Haben Sie sich je gefragt, wie Freaks and Ones in den Menschen leben? Nein, nämlich nicht. Na ja, das stimmt. Ja, wir denken, da könnte noch etwas sein. Die schwer definierten haben, die sich erinnern, was wir haben. Scheiße, Sie denken doch nicht, dass Sie merken. Was heißt das? Naja, das bedeutet, dass ein paar von den Freaks morgens aufstehen, duschen gehen, sich anziehen, ihre goldene Lieblingsuhr anlegen, sich von der Familie verabschieden, einen lustigen Tag haben, uns fressen und sich anschließend einscheißen. Warum verschwenden diese Kerle ihre Zeit mit dem Scheiß? Hoffentlich hast du alles, O'Brien. Okay, jetzt muss ich nur noch von hier verschwinden. Ja, und das wird nicht easy. O'Brien, hörst du mich? O'Brien? Warte kurz. Ja, ich höre. Der Peilsender ist platziert und ich habe deine Daten. Dieser Forscher, männlich oder weiblich? Was? Warum? Ein Mann oder eine Frau? Ah, es war eine Frau und nein, ich weiß nicht, wie sie heißt. Okay, ich melde mich. O'Brien, Ende. Hui, okay. Sieht geil aus, passt irgendwie zu der Jahreszeit. Phasen der Klarheit. 4000 EP. Und wir müssen 17.000 erreichen. Nice. Wieder auf die Straße. Storyjob. Wieder auf die Straße. Was bist du denn da? Hast dich gerade... Usa, bist du da? Ja, Dick. Wie geht's dir, Bruder? So wie immer. Jagst du immer noch Hubschrauber? Ja. Ausgefunden, was die vorhaben? Keine Ahnung. O'Brien scheint die Wahrheit zu sagen. Juro ist hier draußen auf Feldmission und studiert die Freaks. Keine Ahnung, warum. Ey, ich muss langsam los. Skizzo war hier. Mich zum Latrinendienst verdonnert. Sag Skizzo, er soll Scheiße fressen. Bis dann. Bye, bye, Baba. Scheiße, Alter. Dam, 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 dam. Ist das die richtige Richtung?
Hi. Ups. Ja. Also das war nicht geplant. Das tut mir leid. Aber bitte reparieren, weil das klang ganz schön. Mal sehen, was da geht. Ja, alles klar. Easy. So. Wie ist die Handbremse nochmal? Ich weiß das gar nicht mehr. Das bleibt ja auch ein bisschen mehr PS unter der Haube. In die Abkürzung. Wie lang ist denn der Weg hier, Mann? 1,2 Kilometer, alles klar. Oh, Scheiße, stimmt. Ich muss die letzten Nester noch aus euch haben. Nee, noch nicht, noch nicht. Ich komme später zurück und. Was steckst du denn ab? Ach, das war nicht die Handbremse, okay. Alles klar. Und wisst ihr was? Ich glaube, ich fahre da jetzt hin. Und wir werden uns dann verabschieden vor Ort, denn die Folge hat seine Zeit erreicht. Ich muss gucken, ob alles passt hier. Erste Aufnahme seit langem mal wieder mit Days Gone. Da kann so ein paar Dinge schief gehen. Schon weit weg hier. Moment mal, echt jetzt? Schon mal geht's hier noch gut, Alter? Oder? Thanks. Entspann dich, bleib mal ruhig hier, Schätzelein. Bleib mal entspannt. Bleib mal entspannt, Mann. Hey. Ist okay. Hey, hier draußen ist es nicht sicher. Ich weiß, wo ein Camp ist. Nein. Was nein? Wohin? Bleib doch mal entspannt. Boah, bist du eine Nervensäge. Sag mir einfach, wohin ich gehen soll. Danke. Iron Mike, ja. Hey, geh nach Lost Lake, sprich mit Ricky Patel, sie lässt dich rein. Oh. Oh Gott. Vielen Dank. Wie kann ich dir danken? Geh einfach dahin. Ich dachte, ich sterbe. Geh einfach dahin und laber mich nicht voll, Mann. Ich bin nicht dein Prediger. Ich bin kein Priester. Das war St. John, Deacon. Die kennen mich. Ja. Einfach immer weiterlaufen. Ja, ja, alles klar. Freunde, es tut mir leid, ich muss... Oh, Benzin ist alle. Oh shit, man. Ich brauche Benzin, Freunde. Deswegen muss ich gleich mal einen kurzen Cut machen. Ich muss mich verabschieden, Freunde. Ich mache das hier selber. Ich muss mal da hochfahren, da ist irgendwo Benzin. Hoffe ich jedenfalls. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Wenn es dir gefallen hat, drück ein Däumchen nach oben, abonniere diesen Kanal kostenlos. Wenn du ein bisschen shoppen willst, guck mal in meiner Videobeschreibung vorbei mit ZRed. Shop, das ist mein Shop auf meiner Seite, mein Partner, mein Sponsor. Spare natürlich 10% mit meinem Code Alex10. Den verlinke ich jetzt natürlich. Im ersten Mal mein Let's Play. Deswegen guck mal vorbei, wenn du Interesse hast. Wenn nicht, dann ist scheißegal. Vergiss das. Bis zum nächsten Mal. Hau rein und ciao.